Der Regen hat natürlich nicht aufgehört. Lief da was? Ja, natürlich. Na gut, ich stand ja auch immer da. Das Feuer lockt Leute an. Oder überhaupt lockt an. Wo ist mein Bogen? Ich schlafe mal weiter, mal gucken, was passiert. Ob der rankommt. Das Walkie-Talkie-Symbol unten. Ich weiß gar nicht mal, wie man das überhaupt nutzt. Dialog wählen. Ich habe keinen Dialog. Was kann ich eigentlich mit der Asche machen? Herstellen. Irgendwas kann ich damit herstellen. Kann man damit vielleicht auch einen Verband herstellen? Ein Ascheverband, Tatsache. Wofür könnte denn ein Ascheverband gut sein? Vielleicht zum Säubern? Wegen der... Ja, ich weiß es echt nicht. Hauen wir mal das Fleisch hier rein. Oh, das bringt wenigstens ordentlich. Das bringt wirklich viel. Also die Wasserschweine zu holen, wäre ist echt eine gute Idee. Der Regen hört nicht auf. Was ist hier los? Frag mich ja überhaupt, ob der Regen, wenn ich zwischendurch schlafe. Ob der dann auch schneller weggeht oder ob der dann die gleiche Zeit braucht, um... Also ob das sich dadurch verlängert oder nicht. Die Zeit. Nein. Oh, du sollst das doch nicht wegnehmen da oben. Warum ist das jetzt verdorben? Wahrscheinlich kann ich das gar nicht trocknen, weil das schneller verdirbt, als dass die Trocknung dauert. Schöne Wasserbüffelfleisch. Tja, gehe ich erstmal weiter erkunden. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Da ist er. Genau, hau ab! Ich will dich hier nicht haben. Nee. Ich überlege mir gerade, es wird besser sein, wenn wir einen Unterstand machen für die Schüssel. Weil wir werden öfter mal... Wir werden die, glaube ich, öfter mal brauchen, weil wir mit der mehrere Sachen herstellen können. Aber vorher hauen wir uns einfach mal eine Languste rein. Oh, die dauert aber. Kann ja eigentlich schon mal einen Unterstand bauen. Ich hoffe, das geht überhaupt. Vielleicht haben die sich das ja so gedacht, dass das gar nicht machbar ist. Das dauert echt. So, brauche ich erstmal wieder ein paar Holzscheite.
Los, Stock, lass dich aufnehmen. Ja, gleich ist er fertig. Ich glaube, den Baum hier versuche ich mir mal vorzuknüpfen. Der müsste ein bisschen was bringen. Aber selbst der große Baum hat nur 2 Holzscheite gebracht. Zwei lange Stöcker bloß? Keine gute Ausbeute. Da holen wir uns in den nächsten Baum. Obwohl ich glaube fast nicht, dass ich den... Ne, der scheint überhaupt gar nicht zu fällen sein. Kriegen wir doch hin. So, jetzt das Dach drüber. Da kann ich ja direkt anbauen sogar. Das Dach. Ja, schön Palmblätter sammeln. Es wäre natürlich fies, wenn es jetzt auch so ein Bug wäre, dass der Regen gar nicht mehr aufhört. So, noch 5 Blätter. Ich glaube, hier auf der Basis waren auch noch irgendwo welche. 1, 2, 3. Da fehlen uns immer noch ein paar. Ich weiß gar nicht, ob die hier unten hier auch zählen. Nee. Anscheinend nicht. Tja, und gleich können wir wieder schlafen gehen. Wahrscheinlich, sobald wir das Feuer fertiggestellt haben.
Ah, jetzt ist er schon fertig. Können wir es doch eigentlich direkt mal probieren. Bitch! Mecker nicht, mach. So. Psychotria steht auch da, dass ich das nicht habe. Okay. Müssen wir nochmal nachgucken. Wie sieht denn diese Pflanze aus, die wir brauchen? Blätter und rote Früchte eines Buschs. Kann ich das denn trotzdem reinwerfen? Nee. Hier auch nicht. Wahrscheinlich triggert das dann automatisch, sobald man die Sachen hat. Gut, dann müssen wir uns wohl erstmal weiter umgucken. Dann war ich wohl noch zu vorschnell. Schlafen. Und da geht auch schon ab rapide die Gesundheit runter. Mist, das Feuer ist ausgegangen. Nein! Dabei war ja alles schon fast fertig. Och, Menno. Wenn man nicht an alles denkt. Ich könnte es natürlich nochmal laden, aber. Das kriegen wir doch bestimmt wieder zusammen. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch nochmal. Ich muss bald wieder trockene Sachen sammeln. Denen ist ganz schön zur Neige. So, dann kann das hier weiter durchgaren. Oh ne, das da hinten ist bestimmt schon schlecht. Getrocknet. Ja. Ein ganz schlimmes Gefühl. Oh ne, es ist gut. Ach, Gott sei Dank. So, ganz dringend was trinken. So, dann gehe ich mal in die Richtung. Kann ich vielleicht gleich ein Schwein jagen und mit auf den Grill hauen zum Trocknen. Schweinchen. Headshot. So, direkt wieder. Boah, was hier alles rausgekommen ist, ey. Oh Mann. Naja, die Knochen brauche ich jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn hier? Oh, der Halsscheit, den ich gesucht habe. Boah, mein ganzer Arm ist voller Egel. Wo kommt ihr die jetzt her? Geht's noch? Hallo? Man kann es ja auch ein bisschen übertreiben. Irgendwann ist mein ganzer Arm schwarz. Ja. Na
diese Sortierung hier wieder mal. Ah nein, 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 nein. Ich muss weg. Wo ist er? Ich kann ja nicht wirklich gut wegrennen. Ich kann versuchen, hier hochzugehen. Aber ich glaube nicht, dass der da nicht raufkommt. Wo ist der? Wo ist das Mistvieh? Ich höre es rascheln. Ich sehe ihn gar nicht. Ist er weg? Gott, oh Gott. Vielleicht habe ich ja nochmal Schwein gehabt. Oh gut, ist auch fertig. Da sind wir ja bald gut ausgerüstet hier. Traue mich jetzt gar nicht zu speichern. Er ist da bestimmt hier noch irgendwo in der Nähe. So. Aber ich muss einen anderen Speicherstand am besten. Und dann versuchen wir es wieder. Die steht da so komisch. Aber ich glaube, das geht trotzdem. Wo finde ich bloß diese Pflanze, die ich für das Ayahuasca brauche? Oh, was haben wir denn da Feines? Ein bisschen Fett. Davon esse ich auch immer viel zu wenig. Müsste noch Kohlenhydrate bringen, wenn ich Glück habe. Ah, unbekannte Pilze, das ist vielleicht auch wieder eine schlechte Idee. Aber ich musste ja trotzdem, ich musste ja eigentlich mal essen. Sieht gut aus. Und bring Kohlenhydrate. Oh. Vielleicht die nächsten Früchte. Wir müssen die ja leider alle mal essen und daran erbrechen, um rauszufinden, wofür. Also damit das auch im Tagebuch aktualisiert wird. Oh Gott. Freue mich schon drauf. Dammit. Ah, super. Die übersehe ich auch jedes Mal. Gut, da können wir gleich einen Verband ausprobieren. Igitt, igitt, igitt. Und zwar. War das der Tabakverband? Es müsste es nicht sein. Ja, müsste dieser Funkienverband, glaube ich, sein. Da muss ich mal gucken. Da muss das halt so überstehen. Das ist ein bisschen Ausschlag, wird er ja wohl aushalten können. Eben hat das doch noch reingepasst. Wollt ihr mich verarschen? Könnte es mal mit Asche probieren, vielleicht hilft es ja. Noch
Weiß ich nicht, was er macht, aber... Hä? Hallo? Warum macht er das nicht ran? Kann man da vielleicht gar nichts gegen machen? Haben wir jetzt den Verband weggeschmissen? Wirkt auf mich schon so, als würde man es gar nicht verbinden können. Dann eben nicht. Musst du halt mit dem Juckreiz leben. Ich bin schon wieder recht müde. Ich laufe hier so ein bisschen planlos, ohne mich groß zu orientieren, durch die Gegend. Vielleicht auch keine so gute Idee. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Das ist immer sehr schön. Zum Glück können wir die noch mitnehmen. Diese Schritte, die man immer hört. Ich habe immer die Angst, dass das ein Mensch ist, aber ist das bloß dieses kleine, winzige Gürteltierchen, was diese Geräusche macht? Fuck. Muss mich, glaube ich, wieder auf den Boden legen, schlafen. Da ist aber noch... Da ist noch meine Hütte. Schaffe ich es dahin? Aber ich glaube, da steht einer. Oder ich bilde mir den schon ein. Ich habe es echt wieder zurückgeschafft. Gott, ich bin echt einmal im Kreis. Okay, man sollte nicht einfach so random wahrscheinlich hier rumlaufen. Tiger? Na? Ja, speichern wir gleich mal. Oh, der Regen ist endlich weg. Na, wenn das nichts ist. Erstmal zum frühen Morgen erstmal Fleisch essen. Wie sieht's denn hier aus? Das Feuer ist wieder aus, weil ich ja nicht aufgepasst habe. Mal wieder. Aber ich hätte auch gar keine Zeit jetzt mehr gehabt. Ich sollte vielleicht mal die ganze Kohle liegen lassen. Ich kann ja bald gar nichts mehr mitnehmen davon. Schon darf ich wieder Stöcker sammeln. Sehr schön. Nee, den Stock wollte ich haben, bitte. Und da sind doch schon wieder haufenweise Egel bei mir. Das habe ich doch gesehen. Das habe ich doch ganz genau gesehen. Oh, wir haben keinen Platz mehr.
Vielleicht sollte ich mal einen Rekord aufstellen, wie viel Egel man haben kann. Fiel ja gerade was vom Himmel? Das vorletzte Stück trockene Blätter, die ich habe. Gut, das macht dann weiter. Könnte ich bald wieder jagen gehen. Wo ist unser grüner kleiner Freund?